Hi Ladies, wie von euch verlangt, habe ich ein rückenfreies Kleid für euch herausgesucht, diesmal von Zalando und habe natürlich wieder einen Spezialpreis aushandeln können, aber es wäre ja kein Highlight, wenn es nicht ein spezieller Stil wäre. Und diesmal ist dieses rückenfreie Kleid im 20er Jahresstil und wen das nicht sagt, der braucht nur einfach jetzt mal rüber nach Frankreich zu schauen, denn da werden diese 20er-Jahres-Stil-Kleider schon in Insiderkreisen ja hoch gehandelt. Und hier jetzt in Deutschland extra für euch sozusagen Special-Angebot. Aber was macht das Kleid besonders? Es hat sehr, sehr schöne Stickereien, Perlen und Pailletten an dem Kleid. Und da muss ich euch noch gleich einen sehr wichtigen Tipp geben bei diesem Kleid. Es ist leider nur für ja, großgewachsene Damen gedacht, denn dadurch, dass diese Perlen und Pailletten unten, bis unten durchgezogen sind, kann man dieses Kleid nicht kürzen. Somit, wer dieses Kleid haben will, sollte über 1,60, 1,65 sein, damit es auch wirklich schön wirkt. Oder umso höhere Schuhe anziehen. Aber da komme ich noch gleich drauf, warum nicht so hohe Schuhe anziehen. Denn diese 20er Jahre Kleider, wer es weiß, in den 20er Jahren wurden sehr, sehr viel getanzt. Da gab es noch nicht so viel Fernsehen und Co., sondern da wurde wirklich noch richtig Party gemacht bis frühs. Und deswegen, dieses Kleid schreit danach, auszugehen und zu tanzen. Und da komme ich dann nachher auch noch zu den Schuhen. Aber zuvor noch ein kleiner anderer Punkt, denn ein rückenfreies Kleid heißt auch immer wieder diese Schwierigkeiten mit dem BH. Natürlich gibt es BHs, die ohne Träger sind, da komme ich noch gleich drauf. Aber bei diesem Kleid ist noch einen guten Vorteil, wenn ihr einen BH habt, der tief sitzt. Da hat bei diesem Kleid, wie ihr seht, hinten eine kleine Querstrebe und da kann man den BH noch relativ drunter gut verstecken. Aber hier auch der Hinweis, wenn ihr ein BH darunter anzieht, einen normalen, dann am besten einen hautfarbenen oder transparent. Und wenn ihr das nicht wollt, was auch mein Tipp ist, gibt es natürlich noch andere Lösungen wie diesen ja, trägerlosen BH, der quasi eure Brüste sehr schön hält, auch beim Tanzen und auch ein schönes ja, Dekolleté macht. Bei dem Kleid zwar nicht so wichtig, aber solche Sachen funktionieren auch sehr gut, wo man auch gut nachlesen kann, beispielsweise bei Amazon, die Bewertungen, wie sich ja, dieser BH quasi anfühlt. Wirklich mein Tipp, zu rückenfreien Kleidern so ein BH zu tragen. Und jetzt komme ich zu den Schuhen, besser gesagt zu den Pumps. A, wählt nicht so hohe Pumps, denn wie schon vorhin gesagt, dieses Kleid will getanzt werden. Und wenn man die ganze Nacht tanzt, tun die Füße auch irgendwann mal schnell weh. Deswegen empfehle ich euch diese Schuhe. Die sind relativ bequem. Das kann man auch sehr gut bei den Bewertungen nachlesen. Und sie passen farblich wunderbar zu diesem 20er-Jahres-Stil. Vielleicht hier noch ein kleiner Tipp. Kauft euch bei DM oder bei Rossmann diese kleinen Fußsprays, diese Erfrischungsfußsprays oder wie sie schimpfen. Oder steckt sie euch in die Handtasche und wenn ihr irgendwann früh um 2, 3 denkt, oh, mir tun die Füße doch schon ein bisschen weh, dann kann sowas nochmal ein kleiner Kick geben, um weiter durchzutanzen. Das so am Rande. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Outfit-Tipp zu diesem Kleid, die Handtasche. Da habe ich lange gesucht, um die perfekte Handtasche zu finden und habe diese Handtasche hier gefunden. Vielleicht nochmal als Hinweis, ihr könnt hier überall draufklicken und kommt direkt dahin, euch die Bilder groß anzuschauen, die ganzen Details. Also nicht einfach warten, bis ich vielleicht fertig erzählt habe, sondern klickt einfach hier auf die Bilder oder unterhalb vom Video auf die Links und dann werdet ihr fündig zu dem ganzen Outfit und natürlich zum Deal. Ja, die Handtasche, meine Empfehlung, sie ist nicht sehr groß, aber reicht fürs Nötigste und passt wirklich wunderbar ja, zum Kleid. Bei der Handtasche gibt es auch noch eine kleine Kordel, die man sich dann auch umhängen kann. Aber meistens ist es immer gut, dass man es vielleicht in der Hand hat, weil A, dann kommt nichts weg und B, beim Tanzen hat man da auch was in der Hand zum Rumspielen, sei es mal, und damit zu agieren. Oder wenn ein Typ einen doof anmacht, eins drauf zu geben. Das ist mein Outfit für diesen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über jeden Like von euch oder Shares. Und wenn ihr nichts verpassen wollt von solchen Kleidern, solchen Deals, die ich euch hier anbiete, dann könnt ihr mich hier oben abonnieren, folgen bei Facebook und Co. Also ihr kennt das Spiel. Und ja, wünsche euch mit diesem Kleid
einen wunderschönen Abend oder auch Tag. Man kann es natürlich auch tagsüber anziehen. Und wenn ihr solche Kleider in egal welcher Art gerade sucht oder eine ganz spezielle Vorstellung habt, dann nutzt wie immer die Kommentarfunktion hier unten und schreibt mir eure Wunschvorstellung von den Kleidern oder Marken und ich suche sie raus und versuche den Special Deal herauszufinden von den verschiedenen Portalen, die es gibt, um euch natürlich glücklich zu machen und natürlich noch die ein oder anderen Highlights dazu zu kreieren. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Angebot und ich freue mich auf morgen und das nächste Video. Ciao, ciao.